Guten Morgen, liebe Leute. So, heute geht es endlich weiter und hoffentlich ohne Regen. Und der Auftrag muss ja auch mal beendet werden. Der Drummikäse hat ein Ende. Ich hoffe. Ich fahre jetzt erstmal nach Müggelheim. Der Dennis hat gerufen sozusagen. Er hat geschrieben, naja, wenn er gesundheitlich schafft, dann ja. Ich hoffe, er schafft es gesundheitlich. Ich krieg auch ein Brot. Mama schmiert mir auch ein Brot. Total selten. Ja. Heute ist der fünfte, oder? Heute ist der vierte. Vierte, morgen bist du Hast du dran. noch meinen Fahrschein? Den brauche ich heute. Und übermorgen ist Nikolaus. Also müssen wir morgen die Schuhe putzen und dann kommt der Nikolaus. Wow. Was ist los? Bei dir kommt auch Nikolaus? Noch ganz verschlafen. So, jetzt geht's auf nach Müggelheim zur Arbeit. Ja, ich bin da. Schau mal, ob sie alle schon wach sind. Also, ich glaube, wach sind sie, aber bereit und dann geht's los. So, geht los. Mal gespannt, ey. Död, Holz muss raus. Müssen raus.
kleinen Wechsel. Oh, Herrgott. Nächster Baum. Wieder. Die Kamera vergessen hier. Das geht nur wirklich nicht. Also immer schön die Kamera bei. So, jetzt sind wir fertig. Den einen Baum haben wir angefangen, konnten nicht weitermachen, haben wir abgebrochen, weil der zu vergammelt ist innen drin vermutlich. Das ist eine zu hohe Gefährdung, die braucht man kaum noch fliegen. Also das ist so schade. Aber da kann man halt nicht hingucken vorher. Von unten sieht man das halt nicht. Der ist so vergammelt, der Baum. Faule Stellen drin im Stamm. Da soll noch mal ein Gutachter drauf gucken. Also, das wäre jetzt Quatsch, dass er bezahlt dafür, dass wir den pflegen und in dem Jahr muss er gefällt werden. Also, das ist der Blödsinn. So ein Gutachter drauf gucken und dann können wir das immer noch machen. So einfach sieht es aus. Das Holz müssen wir noch abholen lassen hier. Den Abschnitt, Baumschnitt. Das hier. Doch eine ganze Menge. Ja, quasi 2 Stunden verspielt in dem einen Baum. Wie gesagt, es gibt immer Schwierigkeiten. So ist es halt. Regen, faule Bäume. Für das fachkundige Publikum, warum mussten wir den einen Baum abbrechen? Nicht, keinen Sinn macht. Weil er faul ist. Naja, also, ja, diverse faule Stellen. Naja, erstmal das und dann hat er Zwiesel ausgebildet, richtig lang. Und wie gesagt,
gesagt, da ich ja die Verantwortung dafür übernehmen muss, denn wenn ich da drinnen bin, will ich das nicht machen. Ja, der Gutachter will auch kein Gutachten machen, also wer will denn überhaupt Verantwortung übernehmen? Muss der Baum halt echt radikal zurückgeschnitten werden. Nee, das habe ich mir echt gedacht, ja, sie mit den Weiden so machen, aber die treiben ja auch wieder aus. Das ist ja auch, ja, die kröpft man, ja. Ja, also das ist hier. So sieht er. Da haben wir ein Paradebeispiel von so einem Baum, wie er von innen aussieht. Denn. Ja. Also, ist ja fast schon Wahnsinn. Da haben sie doch unten den abgeschnitten und den anderen halt noch stehen lassen. Na gut, aber der wächst auch sehr, sehr gerade. Und das andere, das ist ja. Ja, genau. Da, ist also, ja, also da wachsen ja beide. Hier siehst du ja auch unten eine Verwachsung. Also ja, klar. Halt. Ja. So, der Tommy ist wieder zu Hause. Angekommen. Der Auftrag ist erledigt. Oh, ich auch. Wir konnten den nicht komplett zu Ende machen, aber das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ach, und das ist dann erledigt? Das ist erledigt. Wir konnten den nicht zu Ende machen aus natürlichen, was ich sagen will. Ist ja auch real. Der Baum ist halt faul. Das hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Also das konnte man auch erst sehen, als wir haben da angefangen mit dem. Und naja, das muss ein Gutachter klären tatsächlich, weil dafür brauchst du ja eine Fällgenehmigung, denn oder eben auch selbst für einen radikalen Rückschnitt braucht man eine Genehmigung. Das kann man nicht einfach so machen, wenn man denkt, oh, der Ast, der muss jetzt weg. Nee, das muss man erst beantragen. Weil ansonsten kannst du Ärger kriegen, Strafe zahlen, weil wenn das weg ist, dann sieht man ja nicht mehr, dass der faul war. Also das kann man dann auch nicht mehr beweisen. Dann unterstellen sie einem immer, dass man. Das ist ja, weiß man nicht. Ja, man, genau, wie auch immer. Da stellt einem immer, dass man den Baum mal ewig haben, jetzt haben sie ihn weggemacht und man kann den nicht mehr beweisen. Ersten Antrag stellen, Gutachterantrag, es ist, so ist der Werdegang halt. Eine Eiche. Ist das eine Eiche? Ja, ist eine Eiche, genau, ist auch eine Eiche. Das war von mir erstmal jetzt für heute. Jetzt bin ich zu Hause, jetzt komme ich erstmal an, ziehe mich gleich um und schneide denn für euch Videomaterial zusammen. Vielleicht kommt was Brauchbares bei raus, vielleicht nicht. Mal schauen. Es ist ein kurzer Tag heute, also ein kurzer Vlog, weil wir haben ja nur gearbeitet. Ja, also, bis morgen. Oder so. Also bis dann. Ciao.